Tja, ich begrüße euch hier zurück zu The Last of Us. Ja, wir sind da irgendwo in der Stadt unterwegs. Eigentlich echt eine Hammergegend. Die Inflation hat alles hier vernichtet, was zu vernichten gibt. Ich gas das ganze Biest und hüpft. Wahnsinn! Was hat hier gewütet? Hier lang. Ja, diese Lady zeigt uns den Weg. Was steht hier? Kaution, watch your step. Eigentlich ein wahnsinniges Spiel. Ah, da kann man nicht drauf. Wärst du so nett, bitte? Ja, ja, ja. Ich hole es. Ey, ganz klar. Ja, welches Brett meint sie da jetzt wieder? Es ist ja so, dass man da in diesem Spiel ja viel umschauen kann. Fast zu viel. Aber nur welches verdammte Brett meint sie da jetzt eigentlich? Darüber müssen wir da einen alten Plan. Aha. Wahnsinn eigentlich. Hey, gibst du mir das Brett? Ja, Süße, welches Brett meinst du? Da liegt alles umeinander, nur so viele hunderttausend Sachen. Im Spiel. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man denkt, den Schutthaufen da. Es dürfte auch einmal ein Büro gewesen sein. Oder eine Wohnung oder irgendwas. Keine Ahnung, Leute. Ah, dieses Brett meinen Sie da unten? Aha. Na super. Ja. Ja, ich glaube, du bist. Kann ich überhaupt runter? Na gut, dass wir so gut körperlich beieinander sind. Eigentlich ja Wahnsinn, diesen Jump da runter. Echt krass, das Ganze. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn du dir die Gegend anschaust. Ein Wahnsinn. Steht da wieder. Echt krass, das Ganze. Was ist da? Keep hands off Mashery. Warning. Wahnsinn eigentlich. Okay, dann nehmen wir das Brett halt. Ja, die Drecksarbeit haben. Die Drecksarbeit haben wir. Gut. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Das ist okay. Super. Und wie kommen wir da jetzt wieder rauf? Kann aber.
bist du jetzt eigentlich? Geht doch. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Zu Befehl, Boss. Schwing deinen Arsch hoch, wo? Wir sind fast da. Nicht so bei dem Rialto. Schwing den Arsch hoch, jawohl. Die Lady ist gut. Schwing den Arsch hoch. Wo? Schwing den Arsch hoch, Nouveau. Ho, ho, ho. Lady, wo soll man den Arsch hochheben? Ho, ho, ho. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Bei diesem Rohr, aber das will mich nicht ficken. Gar nix. Ja, jetzt haben wir mal Probleme. Okay. Schwinge deine Arsch rauf, ne wo ho. Wo können wir da rauf? Ich nix wissen, wo darauf. Ja, ist gar nicht eigentlich. Ah! Ah, sehr gut. Ah, okay. Diese Weiber immer, schwingt deinen Arsch auf. Ach Gott, na, diese Weiber. Schwinge deinen Arsch auf, sagte sie zu mir. Schwinge deinen Arsch auf. Oh, oh, oh. Die Grafik ist einmalig. Alter, was ist da passiert? Echt krass, das Spiel. Was ist da hinten? Ein Medipack, was wir nicht nehmen können. Ja, jetzt liegt das ganze Medipack umeinander. Später werden wir es brauchen, natürlich nicht, ganz klar. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. Die Lady ist sehr unvorsichtig. Man könnte da zum Beispiel reinschauen, geht aber eh nicht. Ah, sehr, sehr, sehr. Also eh nix. Momentan ist es noch relativ ruhig. Dann ist mir zu ruhig. Ah, da ist. Da ist eigentlich nur das Vogeldom. Das Vogel. Ah, passt eh, sehr was ruhig. Warum geht die Lady eigentlich nicht da? Okay, dann gehen wir da rein. Ah, da hat sich die Lage auch nicht viel verbessert. Ah, was war da? Aha, ein Trinkautomat.
Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Ja, da hast du recht, Schnucki. Was sind die Kugeln? Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Ah, da. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Hast du Kugeln gesagt? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessant. Sie ist eigentlich aber so beruhigend gewesen sein. Los geht's. Na komm. Das dürfte auch einmal sein Büro gewesen sein. Wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht jetzt. Verstanden? Okay. Dann mal. Ich kann nicht besser rum, das, was soll man da jetzt überhaupt machen? Wenn du jetzt natürlich eine kleine Show haben willst, dann brauchst du nur Boxen. Kommst gar nicht mehr vorbei. Was ist denn das? Kann man da eigentlich rein? Nee. Der lässt dich hier nicht rein. Das ist die Schreierei, du. Da wird einer. Wo willst du denn hin? Gerade. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Das ist da irgendwo ein Hinterhof. Einen Hinterhof haben wir. Wer ist das? Alter Bekannter, frag mich. Eigentlich ein Wahnsinn, der ganze Hinterhof da. Ja, wir müssen noch immer den Freund ersuchen von denen. Das wird eh auch schön. Ah, was ist da? Einberufungsbefehl. Fakt ist, aha, Bekanntmachung, ziviles Dienstsystem, der General der Quarantänezone von Boston, an, scheiß drauf, ha, Begrüßung, als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an. Ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Also bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaftem Nichterscheinen am Ort oder am Ort zur oder A Zeit erfolgt Einschränkung der Rationen sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl bei Einschreitung vor, erscheinen vor. Warnung, wichtiger Hinweis, unbedingt beachten. Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten bereits Arbeitsdienst geleistet haben, kann der Dienst bei Nachweis verschoben werden. Wenn Sie an einer psychischen Erkrankung leiden, die sich nach Ihrer Einschätzung dienstunfähig macht, legen Sie ein entsprechendes Ärztetest vor. Da kann man es zum Beispiel dann noch vergrößern. Fakt ist, oder? Scheiß mir, oder? Fakt ist, oder? Ja. Schließen. Ja, das sind so
Hinweise, was du findest. Der hat da irgendwas. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug geholt. Aha. Oh, 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 Moment, Mann. Ja, ja. Steckbrief. Vergrößern, aha. Aber das ist aber jetzt interessant. Das ist hier interessant. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Aha. Naja, es ist da, wie gesagt, jedes kleinste Detail wichtig für die Ausgangslage der Geschichte hier. Darum habe ich ja gemeint, nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit für dieses Spiel. Es ist egal, ob es jetzt in 2 Stunden durchspielt oder in 10 oder in 1 Stunde. Nehmt euch Zeit. Denn es kann euch im Wesentlichen im späteren Sinn weiterhelfen. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Denn es kann euch sehr wohl weiterhelfen. Das Ganze. Weil ich jetzt, was jetzt da zum Beispiel so finst ist, den Steckbrief sage ich dann warum, wieso, vielleicht jetzt in der noch in diesem Video oder dann später, wo der wichtig ist. Weil jetzt wird man so einige. Jetzt kommt Action. Und auf diese Action freue ich mich im nächsten Video mit euch. Ciao.